In diesem Video werdet ihr sehen, wie ich einen Timelapse mache, beziehungsweise eine Farm in einem Timelapse. Ja, diesmal wird es wieder eine Farm geben, wie ihr auch schon im letzten Video hattet. Nur diesmal wird es eine einebenige Farm werden, beziehungsweise eine Farm auf einem planen Untergrund und nur auf einer Ebene, nicht so wie ich es jetzt in der letzten Zeit immer gerne gemacht habe, in Stufen beziehungsweise in Etagen, sondern hier mal wirklich plan auf einer Ebene und das alles ziemlich schön geworden, finde ich persönlich, ist es echt am Ende und ich habe mir auch ziemlich viel Mühe gegeben, deswegen seid doch einfach mal sicher, dass ihr ein Like da lasst. Ja, wie soll ich sagen, weil was fange ich am besten an? Erstmal, warum dieses Video jetzt überhaupt, warum wieder eine Farm? Ganz leicht, ich habe diese Farm beziehungsweise dieses Land, wo jetzt die Farm gerade drauf entsteht, vor meiner Mühle und ja, das ist die Mühle aus dem Mühlen-Timelapse und deswegen auch ein ziemlich besonderes Video hier heute mal. Komme ich aber gleich noch zu. Ja, wie soll ich sagen, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen Platz vor meiner Mühle und habe mir deswegen gedacht, okay gut, warum denn nicht noch eine Farm hin, weil das soll hier eh alles so grob Farmland werden, dieses Gelände, wo ich momentan mich befinde und deswegen passt es eigentlich ganz gut. Ja, kommen wir jetzt nun dazu, ja, in diesem Video werde ich noch ein bisschen darauf eingehen und zwar, warum wieso, weshalb jetzt das Video hier nochmal eine Farm und wie und bla und hin und her, denn dieses soll ja auch gleichzeitig als kleines Status-Update-Video gelten, jetzt nicht für den Kanal, sondern für diese Welt, die ihr gerade seht, weil in dieser Welt ist einiges passiert und auch einiges auf meinem Kanal passiert, weil hier sind einige Videos entstanden, die sehr gut bei mir ankamen, beziehungsweise alle meine Videos, die bis jetzt ganz gut bei mir ankamen, da ist das Decocraft-Video, da ist das Timelapse von der Farm, das ist Timelapse von der Mühle, das sind alles Videos, die sehr gut bei mir angekommen sind und die sind alle in dieser Welt geschehen. Deswegen habe ich mir überlegt, ey, warum nicht einfach dieses Minecraft-Projekt ein bisschen hier drauf fixieren, beziehungsweise sagen wir mal auf diese Welt rüberpacken, weil das wird hier so prinzipiell meine Welt sein, wo ich euch Mods zeige, wo ich Building-Tipps und Tricks entwickle oder beziehungsweise entdecke, auch in mancher Hinsicht. Und halt auch Timelapses passieren, wie ihr es hier jetzt gerade seht. Und deswegen werde ich einfach mal diese Welt dazu hernehmen, euch Mods vorzustellen, euch, wie gesagt, solche Timelapses hier zu zeigen, wie ich es jetzt gerade hier tue. Und euch einfach mal so ein bisschen in die Entwicklung dieser Welt mitzunehmen gleichzeitig. Aber natürlich auch immer darauf achten, dass ihr immer ein bisschen unterschiedlichen Content seht auf meinem Kanal, weil das ist mir natürlich auch sehr wichtig. Prinzipiell erstmal, ihr seht jetzt gerade, ich mache jetzt gerade keine Farm, sondern eher so ein bisschen Mauerbau. Und das ist auch richtig so. Ich habe mich jetzt erstmal hingesetzt und geschaut, wie groß soll die Farm denn überhaupt werden? Und das habe ich im Prinzip damit gemacht, dass ich jetzt erstmal diese Mauer hier baue. Weil ich habe mir damit ein Gebiet eingezäunt, beziehungsweise eingedämmt und wusste, okay gut, so groß kann es maximal werden, weil das sieht dann noch von außen noch erträglich aus, beziehungsweise noch ganz gut aus mit der Mauer, beziehungsweise diesem Wall, den ich hier gerade baue. Daher habe ich mir jetzt erstmal gesagt, okay gut, ich stecke mir den Bereich erstmal primär ab, gucke, wie der denn aussieht und mache aus dem was. Ich kann immer noch eine kleinere Farm machen, viel größer darf ich aber schlussendlich nicht werden. Deswegen habe ich mich dafür erstmal entschieden, hier diesen Wald zu bauen, beziehungsweise diese Mauer hier erstmal fertig zu bauen. Schlussendlich habe ich dann gemerkt, okay gut, nachdem ich jetzt hier gleich alles ausgefüllt habe mit Erde, die ganzen Engpässe und habe hier dann erstmal alles auf eine Ebene geholt, habe ich gemerkt, okay gut, das was ich gerade gebaut habe ist stinkend klein. Und deswegen habe ich überlegt, okay gut, wie kann ich das jetzt erstmal vergrößern, verbessern und beziehungsweise ein bisschen volumenvoller aussehen lassen und ein bisschen schöner. Deswegen habe ich mir gedacht, okay gut, erweiterst du einfach mal die, wie soll ich sagen, die Farmfläche an sich. Habe aber gemerkt, okay gut, warum machst du nicht einfach noch einen zweiten Teich? Und das habe ich hier auch gemacht. Ich habe einen zweiten Teich genommen, einfach dadurch meine Reichweite vom ganzen Wasser, sage ich mal, erhöht. Und dadurch konnte ich natürlich auch hier einige mehr Farmfelder anlegen, als ich zuvor hatte. Ich werde jetzt hier auch gleich nochmal kurz was wegreißen, das seht ihr auch gleich nochmal ganz kurz. Und zwar genau hier jetzt, da habe ich jetzt mal ganz kurz noch ein bisschen einen Wasserstrang nach hinten gelegt, weil mir da hinten diese kleine Ausbuchtung einfach, wie soll ich sagen, zu groß vorkam. Jetzt bin ich nochmal hier ein bisschen am Rumwirbeln und Rumzwirbeln. Wie gesagt, das ist jetzt alles hier nachkommentiert, ist ja auch, glaube ich, klar in einem Timelapse. Und ich werde mir jetzt hier einfach mal noch überlegen, beziehungsweise habe mir damals überlegt, weil das ist schon ein bisschen her, seitdem ich das gebaut habe, bestimmt schon 4-5 Tage oder so, dass ich nochmal das Ganze eingezäunt haben möchte. Weil ich finde diesen Wald zwar sehr schön und sehr, ja wie soll ich sagen, prachtvoll, aber es schützt noch nicht wirklich davor, dass da irgendjemand draufkommt, weil es gibt immer noch diesen riesen Weg, der da nach oben führt. Deswegen hier jetzt diese, wie soll ich sagen, dieser Fence halt, beziehungsweise dieser Zaun, wie ich ihn jetzt immer baue, mit ein paar Logs hoch und ein paar Logpillern und dann halt zwischendrin mit Zauns, damit das ein bisschen aufgelockerter ist. Ihr seht, ich werde jetzt als Fundament immer prinzipiell Stonebricks verwenden, wenn ich Zäune irgendwo rauf platziere, weil ich finde das einfach schöner, einfach wirkt ein bisschen stabiler, ein bisschen fester, ein bisschen einfach irgendwo ein bisschen, ja wie soll ich sagen, runder einfach.
Ja, ihr seht jetzt im Prinzip hier schon die Farm. So sieht sie im Schluss aus. Ihr habt gesehen, es dauert gar nicht mal so lang. Auch wenn es jetzt hier als Timelapse verpackt ist, sind zwar auch schlussendlich 6,5 Minuten geworden, das Video. Nicht sogar ein bisschen länger. Aber es geht eigentlich relativ schnell, so eine Farm zu bauen und die auch noch ziemlich gut aussieht in meinem Sinne. Wie gesagt, ich finde die persönlich sehr, sehr gut gelungen und auch sehr schön, muss ich für meinen Teil sagen, weil sie ist noch relativ groß, dafür aber auch sehr detailliert, finde ich persönlich, und sehr verwinkelt auch und noch ein bisschen auf Realismus getrimmt. Sicherlich, mir fehlen jetzt hier noch meine Brücken, die ich immer baue, die werde ich jetzt auch gleich nochmal nachholen und vielleicht nochmal hier ein bisschen Sand und Kies im Wasser, das werde ich auch noch nachholen. Jetzt habe ich gerade überlegt, okay gut, was könnte ich jetzt noch weiterbauen, beziehungsweise was könnte mir jetzt noch helfen, dass ich hier ein bisschen an dem Bild vorankomme, und ich habe jetzt schlussendlich erstmal den Aufgang da hinten noch ein bisschen verbessert, beziehungsweise die Mauern für den Aufgang, und werde jetzt auch gleich rübergehen, die ganzen Wege dazu zu bauen, beziehungsweise erstmal einen groben Weg zu meiner Mühle hoch und runter ins Tal schlussendlich zu bauen. Primär war es das auch schon von dem Video. Ihr seht jetzt prinzipiell schon die fast fertige Farm. Ich habe jetzt im Nachhinein nochmal ein bisschen was verbessert, weil wie gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen her, seitdem das hier gebaut wurde. Und ich hatte auch einige technische Probleme, das soll jetzt gar nicht zur Sache spielen. Wie gesagt, ich baue jetzt hier noch schnell den Weg und schlussendlich seht ihr jetzt auch gleich, wie das alles kurz nach dem Bau aussieht. So sieht es jetzt direkt nach dem Bau aus, nachdem ich hier dachte, ich bin fertig und zufrieden mit. Habe dann aber schlussendlich hier noch ein bisschen Gras platziert und. Aber das seht ihr auch jetzt gleich nochmal alles. Ich habe mich jetzt natürlich auch noch ein bisschen für Fackeln entschieden, damit das alles ein bisschen beleuchteter ist, und in der Mitte einen kleinen Logpiller gebaut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen hoch oder runter, damit ihr einen passenden Kommentar. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr neu dazu gekommen seid, gerne mal abonnieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Building Tipps und Tricks. Tschüss!